Guten Morgen! Es ist soweit. Ihr seht im Hintergrund noch das Cover, was ich selber auch dazu angefertigt habe. Mein Buch ist fertig. Der Titel ist, und wieder habe ich einen Vorschlag von euch angenommen, Rohkost vor Lowkost. Danke an denjenigen, der mir diesen Titel vorgeschlagen hat. Das war, glaube ich, Picture 7137 oder mit irgendwelchen Zahlen, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ich finde das einfach so schön, genau wie bei Vegane Welt mit wenig Geld, euch sozusagen damit einzubinden. Ne? Ja, bestimmt quasi den Titel. Ne? Und ja, einfach schön. Und das Buch ist echt der Hammer. Das Buch ist, und das ist jetzt das Werbevideo für das Buch, das Buch ist der Beweis, dass man in Deutschland für 50 Euro im Monat rohköstlich und vollwertig leben kann. Und wenn man das möchte, auch glutenfrei. Weil viele denken jetzt, ja, der hat damals den Hafer da geflockt und sich da gefreut, wie vollwertig der ist. Und deshalb ist er jetzt alles nur mit Hafer. Nein, es sind auch viele glutenfreie Rezepte dabei. Die Rezepte haben ungefähr 1000 bis 1400 Kalorien. Für eine Person habe ich das ausgeschrieben, weil das sind meine Mahlzeiten. Ich esse meistens ein oder zwei Mahlzeiten am Tag. Und 1000 bis 1400 Kalorien und alle Rezepte in meinem Buch, alle Rezepte, egal ob das Desserts sind, ob das Hauptgerichte sind, ob das Smoothies sind, sind unter 1 Euro. Und alle Rohkostqualität mit 1000 bis 1400 Kalorien und sie sind alle mehr oder weniger vollwertig. Es gibt ein paar Gerichte, die kannst du so essen für 1 Euro und da hast du schon alle Nährstoffe, die du brauchst am Tag, ja, intus quasi. Und dann musst du vielleicht noch ein bisschen was für eine Energie tun, weil nicht jeder kann mit 1400 Kalorien, kommt damit aus. Nicht jeder, zum Beispiel Silke Leopold, die kommt mit 1000 bis 1300 aus. Ich komme wahrscheinlich auch mit dem aus, esse aber trotzdem meistens 2000 Kalorien. Also für 1 Euro Rezepte, Rohkostrezepte und da ist nichts containert oder da ist nichts gefoodshared und alle diese Sachen, die ich auch in dem ersten Buch Vegane Welt mit wenig Geld, wo es ja auch darum geht, mit wenig Geld vegane Ernährung betreiben zu können, da ist nichts davon da. Das ist alles gekauft und ich habe bei allen die Quellen auch hingeschrieben, wo ich es gekauft habe. Entweder im Internet oder halt geschrieben beim Aldi, Discounter oder sonst wo. Das heißt, hier ist alles gekauft, es ist alles Rohkostqualität und es ist vollwertig und 50 Euro im Monat. Vorausgesetzt, ihr wollt ungefähr 2000 Kalorien pro Tag zu euch nehmen. Wenn ihr natürlich weniger nehmt, wenn ihr mit 1400 Kalorien, ja, euch das ausreicht, dann könnt ihr für 30 Euro im Monat rohköstlich leben. Und entsprechend, ja, ist das Buch einfach wirklich der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Es sind 17 Rezepte, alles mit fetter Nährstoffanalyse, also jeder einzelne Nährstoff getrackt. Und ich habe vorher genau bei den Nährstoffen noch recherchiert, ob da Diskrepanzen zwischen WHO und DGE ist oder inwieweit, ja, im Internet noch andere Quellen da sind und dann halt so ein Mittelwert aufgebildet. Das ist das Erste. Das Zweite, und das ist, dafür alleine würde sich das Buch schon zu kaufen lohnen. Dafür alleine. Aber es geht noch weiter. In diesem Buch ist das Rezept für den Raw Spirit Power Drink. Dieses Rezept, jeder, der hier beim Potluck war und danach den getrunken hat, der war begeistert. Der war voll in Socken. Dieses, und ich weiß gar nicht, was ich da erst erzählen soll. Also, ich habe selber Hashimoto. Und bei Hashimoto ist so, du hast auch solche Downs. Das heißt, du bist so antriebslos und dieser Raw Spirit Power Drink, der haut einfach sowas von rein. Das heißt, man ist total antriebslos. Ihr wart teilweise Menschen, die waren depressiv. Du trinkst einen Raw Spirit Power Drink. Der kostet natürlich auch unter 1 Euro und ist komplett rohköstlich. Und du trinkst den Raw Spirit Power Drink und ja, du fühlst dich augenblicklich total euphorisch. Das hält ungefähr so eine Viertelstunde an. Also bei mir, vielen sagen, ja, das ist viel länger, aber bei mir eine Viertelstunde. Und dann wechselt das in einen Aktivismus. Ich will was schaffen und in einen Antrieb und in einer Motivation und vor allem in einer Wahnsinnskonzentration. 4-5 Stunden ist man total konzentriert. Beobachtet eure Augen in dem Moment. Die Augen, die und das ist der Raw Spirit Power Drink und der ist richtig, richtig geil. Das Rezept gibt's in dem Buch. Ich habe den quasi am Reisbrett, also am biochemischen Reisbrett kreiert und gar nicht auf den Geschmack Wert gelegt. Viele sagen, das schmeckt trotzdem gut, wunderbar, aber es geht darum, dass es geht halt um die Aminosäuren, welche, also Tryptophan namentlich, dass das ins Gehirn kommt, dass es Serotonin auslöst, aber trotzdem langanhaltende Konzentrationseffekte auch zu verzeichnen sind. Dass das nicht einmal so BÄM und dann nicht, also egal, ich habe da ein ganzes Kapitel zu dem Raw Spirit Power Drink gemacht, also selbst für diesen Drink, den ich fast täglich jetzt einnehme, weil der einfach wirklich der Hammer ist. Weil für mich persönlich bedeutet er so viel Lebensqualität. Dieser Drink ist wirklich
rein von den Mahlzeiten das Beste, was ich je in meinem Leben für mich entdeckt habe. Und den Drink habe ich wirklich selber entdeckt, weil ich ihn selber kreiert habe. Das ist der zweite Grund, warum unbedingt ihr dieses Buch kaufen solltet. Das Buch gibt's als Taschenbuch und das Buch gibt's als E-Book. Ist im Endeffekt gleich. Beim E-Book kannst du halt ein paar Links anklicken, was du beim normalen Buch nicht kannst. Da kannst du halt, ich habe ja die ganzen Links, wo ich die Sachen gekauft habe, alle im E-Book. Beim normalen Buch kann ich ja keinen Link verfassen, so. Und deswegen habe ich da nur hingeschrieben Amazon oder Proviant oder was auch immer. Und ja, also von daher, das habt ihr im E-Book-Variante. Und in der realen Variante habt ihr halt ein Buch, wo ihr halt dann eben blättern könnt. Und was auch cool ist. Auf jeden Fall könnt ihr euch da entscheiden, wo ihr das kauft. Zurzeit ist es jetzt nur bei Amazon zu erhalten, aber Digistore kommt noch. Ich muss das jetzt alles so implementieren und eine Webseite machen und das dauert halt auch ein bisschen. Aber bei Amazon ist derzeit verfügbar, glaube ich. Also, ich habe es jetzt gerade rausgebracht. Zumindest in den nächsten 72 Stunden sollte das kommen. Link gibt's natürlich unten. Ich würde mich echt total freuen, wenn ihr das Buch kauft, wenn ihr das lest, dass ihr mir eine ehrliche Kritik unter das Amazon-Video gibt. Und ich freue mich natürlich total. 5 Sterne, tolles Buch, Christian, alles toll. Aber wenn ihr irgendwas nicht gut findet, ganz ehrlich das reinschreiben. Ich stehe seit Tag 1 meines veganen Tagebuchs dafür, für Ehrlichkeit, für Authentizität. Es gibt mir einfach so viel, dann auch das Feedback von euch zu erhalten, um dann halt eben mich weiterzuentwickeln und zu schauen, wo kann ich mich noch verbessern. Auch das zieht sich durch mein veganes Tagebuch. Mittlerweile habe ich viele, viele Sachen geändert. Ich sage zum Beispiel kaum noch das war das große Problem ganz am Anfang. Da haben viele gesagt, hör auf mit diesem das ist doch scheiße, da kannst du ja nicht auf YouTube gehen. Mittlerweile habe ich es weitestgehend abgestellt. Natürlich kommt es hin und wieder noch vor, aber naja, dieses Buch wird eure Lebensqualität boosten. Glaubt mir das, weil ihr könnt für 50 Euro euch vollwertig ernähren, für 50 Euro rohköstlich. Und das bedeutet eben, dass ihr nur 50 Euro für die Ernährung erwirtschaften müsst, erarbeiten müsst. Ihr könnt dann halbtags arbeiten, ihr könnt euch eurer geistigen Entwicklung widmen, ihr könnt euch euren Hobbys widmen. Es gibt so viel, warum eure Lebensqualität steigern wird durch dieses Buch. Und deswegen, ich bitte auch, empfehlt das Buch weiter, empfehlt die Idee weiter, dass man rohköstlich und vollwertig für 50 Euro leben kann. Viele denken immer, Rohkost ist so teuer. Es ist de facto die billigste Art und Weise, sich zu ernähren, weil die Produkte noch am natürlichsten, unverarbeiteten sind. Das heißt, die Industrie hat da nicht ihre Finger im Spiel. Du kannst sofort die Produkte so nehmen, wie sie sind. Und deswegen ist es auch die preiswerteste Variante. Ich habe keine Ahnung, warum die Leute immer denken, das ist die teuerste Variante. Und von daher am vollwertigsten, am natürlichsten. Und wie gesagt, 17 Rezepte. Und die Rezepte sind natürlich Inspiration. Ihr könnt dann ja selber was daraus kreieren. Die Rezepte sind zum großen Teil auch glutenfrei, habe ich schon gesagt. Für die Leute, die eine Glutenunverträglichkeit haben. Und ja, sie sind ja salzfrei. Das heißt nicht, dass ihr nicht trotzdem auch Salz ranmachen könnt, wenn ihr das möchtet. Und entsprechend auch Zucker. Aber die Rezepte sind erstmal so wirklich puristisch und sehr, sehr gesund, sehr vollwertig und eben auch sehr preiswert. Es gibt ja viele Blogger, YouTuber unter euch. Ich werde, wenn ich bei Digistore das Produkt wieder anbiete, dann werde ich für euch auch wieder eine Affiliate einrichten. Und das bedeutet, auch hier, genau wie beim ersten Mal, ist es mir so wichtig, diese Idee, dass Rohkost preiswert ist, so unter die Menschen zu bringen, dass ich auch wieder 55% Affiliate-Provision gebe. Das bedeutet, ich bekomme von dem Buch 4 bis 5 Euro, ist das, glaube ich, der Gewinn, den ich habe, denke ich mal so ungefähr, wenn es wie beim ersten Buch sein wird. Und davon, von dem Gewinn, gebe ich denjenigen, der das Buch sozusagen vermittelt hat, 55%. Das heißt, derjenige bekommt mehr als ich, der das Buch geschrieben hat, der sich hingesetzt hat und wirklich da wochenlang dran gesessen hat. Aber ja, das ist mir egal. Es ist mir egal, drauf geschissen. Weil es einfach so wichtig ist, dass die Menschen realisieren, dass eine Rohkosternährung, dass sie preiswert ist. Nicht jeder muss 100% Rohköstler werden. Aber jeder muss realisieren, dass die gesündeste Ernährungsform, zumindest nach meinem Dafürhalten und meiner Erfahrung, ich sag das immer wieder, aber dass zumindest eine gesunde Ernährungsform wie die Rohkosternährung, dass das die preiswerteste ist, und wenn man ein paar Sachen da integrieren will in sein Leben, in seine normale Ernährung, Omnivore oder vegane Kochkost oder was auch immer, dann kann man das ja preisgünstig tun. Und man kann auch, wenn man sich sehr ungesund ernährt, einfach mit so einer Bam-Mahlzeit von mir komplett seine Nährstoffe decken. Und das für unter 1 Euro. Hey, das ist doch so eine geile Sache. Und ich bin so stolz auf das Buch. Und ja,
Ich würde es noch mehr in den Himmel loben, weil ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares auf dem Markt. Nichts Vergleichbares, was euch zeigt, dass ihr für 50 Euro im Monat rohköstlich, vollwertig euch ernähren könnt. Und die Rezepte schmecken natürlich, also die sind auf meinen Geschmack abgestimmt. Mir schmecken sie total gut. Man kann sie natürlich dann immer noch verfeinern. Und man kann natürlich bei den Rezepten auch noch irgendwas anderes hinzufügen, was dann den Preis wieder steigert und dann wird es halt noch leckerer oder sowas. Aber es ist schon echt der Hammer. Und ja, ich will auch gar nicht mehr groß sagen, da gibt's auch noch ein Kapitel über, da gibt's, also das Buch ist ungefähr so, die Hälfte sind Rezepte, das sind 17 Rezepte, jeweils mit vollständiger Nährstoffanalyse und halt Zubereitung, noch ein paar Anmerkungen dazu. Und die andere Hälfte sind halt Tipps rund um eine preiswerte Rohkosternährung. Und ja, und da gibt's halt unter anderem auch die, ein Lebensmittel, was, wo man mit einem Lebensmittel, mit einem einzigen Lebensmittel seine Nährstoffe eigentlich komplett deckt. Und das Lebensmittel ist auch spottbillig. Und das ist ein Gemüse. Und das ist so billig, dass ihr wirklich extrem preiswert euch theoretisch mit einem Lebensmittel ernähren könntet. Und auch sowas ist drin. Und wie gesagt, der ein oder andere wirklich geile Tipp, wie ich finde. Und ja, ich bin gespannt, wie das ankommt bei euch. Wie gesagt, wenn ihr das Buch kauft bei Amazon, nehmt euch bitte die Zeit und ja, ein kurzes Review drunter vielleicht schreiben und sagen, hey, das und das fand ich toll oder das fand ich nicht so toll und ja, einfach mir ja Feedback geben und das soll es gewesen sein und unten sind die Links und ja, ich hoffe es kommt gut an. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder oder übermorgen, je nachdem wann das nächste Video kommt. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.